Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich bin hier mit Bülent Altan. Ich freue mich riesig, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast. James Bond-Moment von meiner Karriere, mitten im Flug Raketen zu reparieren. Ich habe ein Investment-Gedanke, Never Bet Against Elon. Die technische, die kann man sich schnell in Europa holen, eine Firma umzulenken. Das ist wie ein Tanker umzulenken. Also wir waren da wesentlich besser bewaffnet als die Air Force selbst. Du warst nicht nur bei der Falcon 1 dabei, sondern im Prinzip auch Falcon 9, also praktisch das nächste große Ding. Wir Falcon 9 Start sehen wir fast wöchentlich, ne, oder momentan gerade ein bisschen nicht ganz so häufig. Das ist ja auch schon abgefahren. Gibt es da so einen Moment, wo man einem bewusst wird, okay, ich habe da was entwickelt und das fliegt in den Orbit oder das ist irgendwie, das ist mein Baby und also... Also Falcon 9 sind immer bei mir, also sind immer beim Baby, so sind auch Dragons. Also ich durfte Falcon 1, Falcon 9, Dragon mitentwickeln, aber auch dann das Upgrade von Falcon 9, das 1.1 habe ich auch mitentwickelt. Immer als einer der Architekten davon. Es war wirklich viel Spaß. Also Stolz ist da auf jeden Fall da. Also, eine der besten Sachen, besonders in der Rakete, aber auch in der Kapsel-Business, ist es, dass man diese einzelnen Momente hat, diese Split Seconds, wo es um Erfolg oder nicht geht. Der Start einer Rakete, das ist so jahrelange Arbeit, das sich auf ein paar Sekunden konzentriert und dann ist da dieser 10-Minuten-Flug. Und also da sind Emotionen sehr hoch. Also ich glaube, das ist sowas wie Motorsport und ein paar andere Sachen. Also es gibt sehr wenige Industrien, wo die Arbeit sich auf eine kleine Zeit konzentriert. Ja, das erste Mal, wie wir mit der ISS gedockt haben, das ist so ein Kombo von zwei meiner Babys, Falcon 9 und Dragon. Dragon war auch ein sehr harter Kampf über mehrere Jahre, den zu entwickeln und zu zertifizieren. Wenn wir mit der Kapsel gedockt haben, da hat die Rakete ihre Arbeit getan, die Kapsel ihre Arbeit getan und der erste Flug auch war voller Probleme. Eins nach dem anderen hat man sich gedacht, hey, das wird uns die Mission kosten. Sind wir dann doch durchgekommen und das waren volle Emotionen. Also dieser Tag ist immer in meiner Erinnerung von ja, Mai 2012. Ja, ist schon ein Riesentag. Du sagst es, also die Dragon, das ist ja im Prinzip in der Programm entstanden, was die NASA gepusht hat, von wegen, dass sie gesagt haben, sie wollen kommerzielle Versorgung der ISS haben, später sogar kommerzielle Versorgung mit Menschen oder Crewflüge. Total abgefahren, dass man irgendwo auch diesen Mut aufgebracht hat, dass irgendwie diese Programme loszutreten und dann auch was dabei rausgekommen ist. Und ich höre immer eigentlich so auch von der SpaceX-Seite, hey, wir sind total dankbar für die NASA, für die Unterstützung und so weiter. Und mich ärgert das dann immer so ein bisschen, wenn ich auf Twitter oder auf YouTube Kommentare lese, die ein bisschen sagen, NASA ist so langsam und so weiter, weil man hört eigentlich immer von wegen, dass die SpaceX-Ingenieure, die das sich zu äußern, sagen, hey, wir verdanken der NASA eine ganze Menge und wir haben von denen sehr, sehr viel gelernt. Gibt es da für dich ein Beispiel, wo du sagst, wegen, ja, das ist da haben die euch viel geholfen oder da... Ja. Mal ehrlich gesagt, also ohne NASA wäre wirklich schwer, SpaceX aufzubauen. Da muss man wirklich sehr dankbar sein. Und es ist wirklich da, also NASA hat, was die gemacht haben, die haben komplett ihre Gedankensweise geändert. Also es geht ja nicht um NASA. Wenn man mal diese Raketen anschaut, mit diesen Großprogrammen und so weiter, es geht nicht um die Schnelligkeit des NASA, sondern die Art, wie sie Sachen vergeben. Und dann sind da auch, ich sag's mal, ganz große andere, auch kommerzielle Firmen dabei, die dann je nach NASAs Fortschritt arbeiten. Und diese Art der Mitarbeit ist einfach langsam. Und das ist halt eine Art von, ich sag's mal, Incentivierung, dieses Cost-Plus-Contracting-System, das eigentlich nicht schnell läuft und das auch die Firmen nicht dazu bewegt, schnell zu gehen. Heutzutage höchstwahrscheinlich mehr so in Europa, also dieses Contract-System wird eher mehr jetzt auch in Europa verwendet als in den USA, wo man auf das Kommerzielle umgestiegen hat, aber in Europa kommt es auch. Aber NASA hat wirklich früh gesehen, da waren auch sehr viele Internal Champions dabei, denen ich sehr dankbar bin, die gesagt haben, hey, wenn wir einen UPS-Truck brauchen, wenn ich etwas verschicken will, schreibe ich auch nicht vor, wie dieser Laster ausschauen soll. Warum muss ich für die Beförderung von Sachen so viel ausschreiben und mich in die Tiefe einarbeiten? Ich lasse die Firmen selbst entscheiden, aber dafür verlange ich auch einen Fixed Firm Price. Und das hat NASA sehr früh gesehen und hat uns unterstützt. Was danach natürlich kommt in technischer Unterstützung, war für uns auch sehr wichtig. Also es gibt Grundwissenschaften, die man haben muss und Wissen, die man haben muss, um eine Rakete zu bauen und ein Heat Shield zu designen, um irgendwie Funksysteme und alles. Also da gibt es einiges an Tests, die
Jahrzehnte gedauert haben. Das ist eine Wissensbasis, auf der man sich vertrauen und verlassen muss. Und den gibt es halt nur von NASA. Wie Metalle reagieren, wie ist die Atmosphäre in der, ganz oben, wie ist die Erhitzung von dem Hitzeschild bei einem Wiederantritt und so weiter. Das ginge alles nicht, ohne die auf dieses Wissensbasis aufzugreifen. Und dann natürlich muss man sich auch überlegen, also nicht jeder ist natürlich von sowas wie SpaceX damals begeistert, weil es hat auch den Basis, auch das politische Maßes ein bisschen geändert. Und auch, ich sag's mal, die Basis von der Industrie und der Industrie-Regierungsbeziehungen. Und da gab es auch einige, die dagegen gekämpft haben. Und sehr viele von NASA, diese Internal Champions, haben dann uns die Rückendeckung gegeben, damit es immer weitergeht. Mega cool. Gibt es mal irgendwie was, wo du bei SpaceX einen Fehler gemacht hast, wo du gedacht hast, oh Scheiße, jetzt werde ich gefeuert? Öfters. Also mal ehrlich gesagt, also gefeuert ist immer so eine Sache, also es geht nicht um getting fired. Also das Wichtigste ist, also im SpaceX ist man wirklich, wie du sagst, also das war ein sehr junges Unternehmen, da ist man mit Leuten zusammen, die wirklich, also das waren alles meine Freunde, sogar heute noch, also ist mein kompletter Freundeskreis aus SpaceX. Und die größte Angst, die man hat, ist, die im Stich zu lassen. Ist nicht gefeuert zu werden oder sowas. Also deine Freunde im Stich zu lassen, ist die größte Angst, die man hat. Und öfters, also bei so einer Geschwindigkeit von Entwicklung gab es öfters Zeiten, wie zum Beispiel dieser Power Distribution Box auf Falcon 1, wo ich gesagt habe, shit, jetzt ist es mein Fehler, dass wir Monate verlieren. Und da waren wir unter Druck, dass die Firma überhaupt überlebt. Falcon 9 waren wir unter Druck. Hey, irgendjemand wird der NASA sagen, ja, geht doch nicht. Also man war immer im Druck, eher so ein Existenzdruck für SpaceX. Und da hat man seine Verantwortung ziemlich hochgenommen. Und es gab mehrere Zeiten, wo ich gesagt habe, oh shit, also das ist der Zeit, wo ich den großen Fehler mache für die Firma. Sei es dieses Power Distribution Box, es gab irgendwie beim Fall Dragon irgendwelche Probleme in der Qualifikation, besonders für EMI, EMC, also diese elektromagnetische Störungen und so weiter. Es gab einige Punkte, wo ich sage, hey, also das könnte es sein, weil ich auch die komplette Verantwortung hatte für die elektronischen Systeme von Falcon 9 und Dragon. Also musste nicht mein direkter Fehler sein, aber ich habe mich auch verantwortlich gefühlt für mein Department natürlich. Ja, krass. Es gibt eine Geschichte, wo irgendwie mal, praktisch Bonus für die Mitarbeiter gezahlt wurde, beziehungsweise sich überlegt hatte, von wegen, ach, was kann man den Mitarbeitern Gutes tun, und das dann im Prinzip Anteile von Tesla, wahrscheinlich war das sogar noch vor dem Börsengang, ich weiß es gar nicht genau, gegeben wurde. Und das. Es gibt die Geschichte, dass einige Ingenieure enttäuscht waren, weil sie da sagten, ach, sie hätten lieber Geld gehabt. Ganz ehrlich, hattest du da welche bekommen und hättest du lieber Geld damals bekommen? Also ich weiß die Geschichte also von meiner Seite ein bisschen anders. Da gab es eigentlich eine Idee, doch Tesla-Aktien, also Zugang zu Tesla-Aktien zu geben, zu den SpaceX-Ingenieuren, damit sie auch noch gleich vor dem IPO mitmachen können. Das ist sowas wie eine Friends and Family Round. Aber dann ist es dann doch nicht gelungen. Also wir könnten das auch aus legalen Gründen und so weiter nicht tun. Also musste eine sehr, sehr kleine Gruppe sein. Und deswegen sind viele von uns nicht daran gekommen. Also da war ich noch kein VP oder irgend Ähnliches. Und da sind wir nicht daran gekommen. Ich hätte sie gerne gehabt. Also ich habe ein Investment-Gedanke, never bet against Elon. Und da hätte ich schon gerne mitgemacht, auf jeden Fall. Du bist Ingenieur, wir hatten heute viel über Ingenieurprobleme gesprochen. Ich bin ja auch Ingenieur, und ich finde auch die deutsche Ingenieurskunst, man ist ja irgendwie auch stolz, selbst wenn man gar nicht mit unbedingt daran gearbeitet hat, also jetzt ich zumindest nicht, bei dir glaube ich, hältst du die Fahne für die deutsche Ingenieurskunst sehr, sehr hoch. Und man hat auch so das Gefühl, dass eigentlich die deutsche Ingenieurskunst irgendwo im internationalen Bereich schon sehr angesehen ist. Auf der anderen Seite, die großen Firmen, die Startups, die Einhörner, die kommen jetzt nicht unbedingt aus dem deutschen Raum. Ist das ein Mentalitätsding oder wie siehst du das? Ich glaube, wir haben so ich verwende mal ein Ingenieursterm aus dem Englischen, wir haben so ein Phase-Lag. Also natürlich, also indem SpaceX diesen ersten großen Zug in der Raumfahrt gemacht hat,
ist halt in den USA ziemlich so ein Ökosystem entstanden. Ich glaube, der deutsche Ingenieurskost ist überhaupt nicht dem amerikanischen hinterher, sondern, also das ist auf jeden Fall desgleichen, falls auch in mehreren Plätzen sogar besser. Nur ist da also eine Zeitverschiebung, wo die deutsche Seite, ich glaube, das Entrepreneurial Thinking noch einigermaßen nachsehen müsste. Ich glaube, es liegt ein bisschen in der deutschen Kultur, dass man eher die Wege geht, die ein bisschen risikoärmer sind als in dem amerikanischen Ökosystem. Und da in den USA jetzt einige Firmen schon gezeigt haben, dass man in diesem Space 2.0 oder New Space doch Businesses aufbauen kann, gehen jetzt die Deutschen hinterher mit einer Zeitverschiebung. Aber ich glaube, die werden auch diese Einhörner und diese großen Firmen und die großen Projekte auf die Beine stellen können. Aber am Technischen wird es nicht scheitern, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein Ökosystem an anderen, nicht technisches Infrastruktur, sondern auch andere Infrastrukturen, um die zu unterstützen. Zum Beispiel Investment ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also da jetzt gerade fließen in den USA sehr viel Geld in diese Startups. Und wir müssen dazu da sein, dass auch in Deutschland und in Europa genau die gleichen Mittel existieren. Deswegen habe ich auch einen Investmentfonds gegründet, der heißt Alpine Space Ventures, der genau in die Raumfahrt Entrepreneurs investiert, als Venture Capital Firma. Wir brauchen aber auch andere Ideen also andere Infrastrukturen, wie dass die Regierungen auch von Startups kaufen können, dass die auch gleich behandelt werden wie die ganz Großen, dass man nicht immer bei jedem Projekt sofort zu den Usual Suspects rennt, sondern mal auch bei den Startups und bei den KMUs mal fragt, hey, wie sollte das eigentlich gehen? Wie würdet ihr das lösen? Weil, mal ehrlich gesagt, die jetzigen Probleme der Raumfahrt oder die jetzigen Projekte der Raumfahrt sind genau nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein Entrepreneurial Problem. Wie würde man das lösen, ist genauso, ich sag's mal, entfernt von was ein Großunternehmen machen kann. Und die müssen sich auch komplett umdenken, auch wie ein Startup. Und man muss sich überlegen, vielleicht ist bei einem Startup doch das Risiko kleiner, weil so eine Firma kann sich schneller umdenken und schneller adaptieren für, ich sag's mal, eine Konstellation, wie jetzt gerade von der EU vorgeschrieben wird. Also eine EU-Konstellation, der braucht ein komplett neues Stil von Firmenführung. Das in eine Großfirma reinzubringen, ist höchstwahrscheinlich in meiner Sicht schwieriger, als eine Firma von klein auf groß aufzubauen, die das dann technisch lösen kann. Weil die technische, die kann man sich schnell in Europa holen. Eine Firma umzulenken, das ist wie ein Tanker umzulenken. Ist der New Space jetzt da und geht es jetzt richtig los?